Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem kleinen spontanen Video heute mal mit Nuketown 2025 Call of Duty Black Ops 2. So, ich möchte jetzt hier nicht die Stimme aufnehmen, sondern möchte einfach mal hier über euch sprechen, nein, nicht nur über euch, sondern besser gesagt über die Community. Es geht mir um die Community und zwar irgendwie habe ich die Befürchtung, dass wir langsam immer mehr verblöden. Und warum komme ich eigentlich zu diesem Punkt, warum wir verblöden? Wir schauen uns immer wieder diese hirnrissigen Leute an, die wirklich kaum einen Intelligenzquotienten haben. Oh, fuck, Mann! What the hell? Wir schauen uns zum Beispiel Leute an, die andere verarschen. Öffentlich und. Heutzutage geht es doch nur noch um Masse, um Klasse, wer gut ist. Man muss heute perfekt sein. Wer aus dem Raster fällt, der ist doch das Opfer. So ist es doch. So ist es. So ist es. Ich dachte immer in meinem Leben, Leistung wird mit Hast Gegenleistung aber keine belohnt. andere Das Fraktion. habe ich wirklich gedacht. Ich möchte euch einen YouTuber sagen, den ich kenne, der heißt Kieler Junge 94. Absolut sympathischer Typ. Richtig sympathisch. Ja gut, er ist ein bisschen dünn wie ich. Ich bin ja auch dünn. Ihr könnt mich in meinen Real-Life-Videos angucken. Und ich bin auch vielleicht nicht der attraktivste Mensch, den es vielleicht gibt. Nein. Aber ich bin ehrlich. Ehrlich zu mir, ehrlich zu Immer schön euch. da oben, ne? Und was weiß ich. Ich verstehe aber nicht, warum Paul Vollmers kein Erfolg auf Meinst YouTube hat, also Kieler Junge 94. Er macht ja sogenannte du? Ja, ist ja Medizintalks. doch irgendwie nicht Er geduldet, redet über sage die ich mal. Politik, er redet über uns, er redet über die Probleme der Gesellschaft, aber keine Sau interessiert es wirklich. Gut, vielleicht schauen mal 7, 8.000 Leute dieses Video an, aber von der Qualität her müsste es mindestens 800 bis 1 Million Was auch Klicks pro Quatsch Video ist. haben. Das Problem ist einfach, keine Sau interessiert sich für Ja, Politik. ich Die nicht. Leute wollen doch lieber sehen, wie einer verarscht wird, getrollt wird und niedergemacht wird. Die Ja. Leute wollen doch lieber ein 360 beim Faceclan angucken. Das ist denen doch viel, viel geiler. Da kriegen die Leute auch eine Latte. Mein Gott, sage ich mir. Geht es denn gar nicht mehr um den Inhalt? Geht es nur noch um die beste KD, um das beste Ergebnis, um die beste Mob, die man reißen kann? Alter, wie Come kommst du back, denn da man. jetzt? Wie kommst du Nein, denn da Mann, jetzt so finde ich plötzlich das jetzt her? nicht. Ich finde einfach, man sollte sein, wie Ich man bin ist, ein aber man sollte Mensch. sich nicht verstellen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Rambo, Danny Burnage. Die sind für mich einfach hier Du hast vom Fuß Dreck. geschossen. Dreck, wirklicher Dreck. Das habe ich mal angeguckt, ja, weil die breite Masse das auch angeguckt hat und da habe ich das Ding halt auch reingezogen. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, ist es doch der letzte Husten. Und wenn ich dann sehe, dass sich jemand als Elotrix-Faker Losko. darstellen muss, Ich dann bin ist noch das nicht. wirklich eine schwache. Ach du Scheiße, come on. Können wir ihn noch Milliardär. mit der Sniper killen? What Hätte the er nicht fuck sein is that? Oh du Scheiße. Jetzt gibt's das, gibt's doch gar nicht hier. Wow, Hacken. 100 Punkte noch? Also so ein Gameplay habe ich bisher echt noch nie erzählt. Egal, Leute, jetzt frage ich euch einfach mal, Böse. ist es wirklich so? Will die breite Masse wirklich Dünnschiss? Möchte die breite Masse wirklich Dünnschiss als Video oder zählt auch Komm der nicht auf Inhalt, zum mich. Beispiel von einem Politcommentary von Kieler Junge 94? Ich werde dich Das, umbringen. ich frage euch jetzt einfach mal in die Runde, weil Ich ihr werde seid dich ja einfach umbringen. sogenannte Abonnenten. Ich bin auch Abonnenter, aber ich würde jetzt niemals Danny Burnage abonnieren. Sowas habe ich nicht. Ich So, will dich. jetzt machen wir hier noch ein paar Punkte. Reißen noch ein paar. Schöne Sache. Und ja, schreibt mal in die Ich werde dich Kommentare, in die was ihr Runde davon haben, haltet. okay? Ist es nämlich so, dass wirklich Dünnschiss irgendwie die Oberhand immer gewinnt? Gut, Danny Burnage ist das beste Beispiel, dass man mit Scheiße Geld verdienen kann. Gut, Hat Dieter sich Bohlen hat auch bestechen mit lassen. Scheiße Geld verdient, mit diesem Lied Sherry, Sherry Lady. La 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 la. Sherry, Sherry. Okay, ich will jetzt hier nicht in die Weinte Liebe Musikbranche eintüdeln. bin Ne, ich. das will ich nicht. Sondern ich will einfach nur, dass das
gesagt ist. Was ich gesagt habe und was meine Meinung ist, meine Meinung und nicht die Meinung der breiten Masse. Das heißt, ihr solltet meine Meinung auch respektieren und nicht sagen, hey, was ist das für eine Meinung? Danny Burnage der geilste ever. Wenn Danny Burnage wirklich der geilste forever wäre, dann ist er vielleicht von den Klickzahlen her, aber vom menschlichen her ist er eine arme Sau. Sorry. Sowas sage ich eigentlich gar nicht so beleidigend. Arme Sau, das ist ja leider so. Gut, wir machen jetzt noch ein paar Kills. Sieht nämlich sehr gut aus. Oh, what the fuck? Da habe ich gerade auf meine KD geguckt und hat mich doch echt jemand abgeknallt. Oh, Rotary. Okay, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach so, mein Internet ist so schlecht. Dann nehmen wir noch die TAC 45 mit. Und sagen ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3.